So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Zu dieser Folge muss ich erstmal was sagen. Und zwar bin ich ja eigentlich bei so Spielen kein Freund von Mods. Ja, also bei Spielen, die auf Mods basieren, Doom zum Beispiel oder Mindtest, das ist was anderes. Die Dinger sind dafür gemacht, dass man die moddet. Gut, Euro Truck Simulator bietet auch direkt Mods-Feature an, von daher ja. Aber ich versuche persönlich eigentlich immer so Vanilla wie möglich zu spielen. Aber beim Durchstöbern des Internets gestern ist mir das über den Weg gelaufen, wo ich nicht Nein sagen konnte. Ja. Und jeder, der mich kennt, der kennt auch meine Schwäche. Ja. Sie ist quasi überall verewigt. Aua, alles kaputt. Und ja, was soll ich sagen? Es tut mir unendlich leid. Ich habe sie gesehen und wusste, ich kann nicht mehr ohne. Ich bin mal gespannt, wie sie funktioniert. Ob das überhaupt funktioniert, mal gucken. Ah, okay. Sehr gut. So. Jetzt sollten die Dinger einfach als Lackierung irgendwo auftauchen können. Ich muss mal. Quatsch. Wir müssen. Das Spiel enthält nicht autorisierte Modifikationen. Oh. Für ein modifiziertes Spiel wird kein Support ge gewährleistet. Sollte Probleme auftreten oder das Spiel abstürzen, versuchen Sie, die Modpacks zu entfernen. Okay. Ja, ist interessant. So, fahren. So, wir haben hier unseren wunderschönen LKW. Da. Und wir müssen jetzt mal, da hinten ist direkt eine Werkstatt. Da so. Da fahren wir jetzt mal hin. So, fahren wir am besten mal nach links. Die Strecke ist noch unerkundet. Siehst du, so eine Kamera, so wie sie jetzt ist, hätte ich gerne die ganze Zeit über. So schön weit weg, dass man schön viel sieht und man den LKW schön gut steuern kann. Und der LKW hinter einem Haus verschwindet. Ah. Ja, aber sowas hier ist Kacke. Was soll das? Ja, so sieht man einfach genau gar nichts. Das ist dumm. So, machen wir so hier. Ach, jetzt ist es ja schon. Das heißt, wir müssen hier nach links. So, und da müssen wir jetzt stehen bleiben. Genau. So, dann machen wir erstmal Wartung hier, wieder reparieren. 2000 Euro geschenkt. So, wir machen einmal LKW-Konfigurator. Und jetzt, das müsste ja hier sein, ne? Lackierarbeiten. Istanbul, Bronx, Samaritis, Australien, Black, Blast, wie. Ist es jetzt ganz unten? Nee. Nee. Okay. Wonach ist diese Liste hier sortiert? Ah, da ist es ja. Ha, Look at this. Gut, hier natürlich ist ein bisschen abgeschnitten. Müssen wir mal gucken, ob wir da die andere Blende benutzen. Das Fahrerhäuschen sieht auch ein bisschen sehr klein aus. Also würde es schon fast besser aussehen. Ist aber natürlich super teuer. Von daher lassen wir das mal. Hat jetzt irgendwas entfernt? Ja, ne? Ja, er hat ein. Okay, Bestellung löschen war es. Alle Änderungen verwerfen. Ja. Wo war die jetzt? Nee. Wo war die denn? Da. So.
Sehr nice. Was wir gucken können, ist das hier. Das genau. Da wäre denn das hier wahrscheinlich sinnvoller. Ja gut, sieht man genauso wenig durch die, durch die Stripes an der Stelle. Aber gut. Würde aber optisch schon gerne bei denen hier bleiben, ne? Und das Haar, wie sieht denn hier eh nicht? Von daher. So, nehmen wir das hier. Bestellen. Und jetzt der Auflieger-Konfigurator. Da gibt es das gleiche in grün. Tada. Das hier kostet sogar nur 1 Euro. Okay, interessant. Ah, Wunderbärchen. So, können wir mal gucken, ob es mit dem Auflieger mittlerweile auch noch andere Sachen gibt, die wir tun können. Zum Beispiel nein. Zum Beispiel nein. Zum Beispiel nein. Nö, offensichtlich nichts. Na gut, schade eigentlich. Ach, guck mal, hier sind ein paar Sachen. Ah, cool, dann können wir hier endlich mal das Ding erweitern. Was brauchen wir? Wir haben, das haben wir da. Dann machen wir da ein schönes Ersatzrad hin. Bup. So, voilà. Hier gibt es auch neue Sachen. Blinky Blinky. Ui, Blinky Blinky Blinky. Und hier geht. Warum blau? Das hätte man auch weiß machen können. Würde zu dem Bild in dem Moment besser passen. Okay, da hat er auch gleich das genommen. Okay, ist also beidseitig. Sehr schön. Boah. Ui, da oben ist er auch. Hatsune Miku. Ja, geil. Bestellen. Boom. So. Ladies and Gentlemen. We have a truck. Jetzt passt auch da vorne das Schild, ne? Das da. Passt jetzt perfekt. Nicey dicey. Ha, Alter, das sieht ja noch besser aus als auf den Fotos. In dem Forum da. Oder der Webseite halt. Oh, geil, geil, geil. Okay, ich sehe gerade. Hier ist das Volvo-Logo ein bisschen abgeschnitten. Wir sollten also doch mal gucken, ob wir bald diese höhere Kabine uns kaufen. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Geld sparen und erstmal würde ich die Kredite abbezahlt haben. Von daher, aber so sieht der LKW schon echt, echt schnieke aus. Achso, siehst du, warte mal ganz kurz, wir könnten doch. Nee, muss ich erstmal hier runterfahren. So, dann muss ich so wieder rauffahren. Ungefähr so. Wo war das? Auflieger-Konfigurator? Genau, hier konnte ich sagen mit LKW. Und jetzt können wir den LKW richtig schön von allen Facetten betrachten. Tja, wäre natürlich die Frage, ob wir die Reifen ein bisschen anpassen von der Farbe her. Aber mit dem weißen Reifen, das passt eigentlich perfekt, ne? Das können wir 1 zu 1 genau so lassen. Joa. Das ist doch geil. Aber wer hängt denn hier fest? Achso, an Möbel, ja. Ja, das finde ich doch echt super schnieke. No. Also, wem das nicht gefällt, der hat auf meinem Channel wahrscheinlich nichts zu suchen. Ah, Leute. Ich sag's euch. Ich glaube, was den deutschen Sprachraum angeht, bin ich so ziemlich auf YouTube der größte Hatsune Miku-Fanboy, den es überhaupt gibt auf der Welt. Aber sieht halt auch schon schnieke aus, ne? Muss man schon mal so sagen, wie es ist so. So, geil. Ja, lassen wir so. Easy. Das heißt, wir werden an der Stelle auch mal einen neuen Speicherstand anlegen, falls wir merken, dass es mit der Mod doch nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir machen ein Spiel. Stand Hatsune Miku.
Oder machen wir einfach so, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Jeder, der in der Szene drin ist. Oder wer die einfacher Hatsune Miku, ganz ehrlich. Hatsune Miku. So, da weiß ich immer, dass das war der Spielstand, wo wir angefangen haben mit der Mod. Dass wenn es mit der Mod nicht funktioniert, wir wissen, welchen Speicherstand wir nicht mehr laden brauchen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Scheint zu funktionieren mit der Mod. Cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert. Nice. Oh, guckt euch die Rückspiegel an. Wir können in den Rückspiegeln alles sehen. Wie geil ist das bitte? Schönes Ding, du schönes Ding. So, das heißt, wir können jetzt uns mal suchen eine Mission. Wir brauchen Auftragsangebot. Wir brauchen Frachtmarkt. Und die Fracht, genau, legen wir direkt hier in Zürich los. Da haben wir Motoren. Uiuiui. Waschmaschinen. Motoren, gerade mal 14 Tonnen, ist vielleicht ein Motor oder was? Gut, ich meine, ein Motor an sich wiegt jetzt keine 14 Tonnen. Außer vielleicht ist es ein Schiffsmotor. Ja gut, wobei ein Schiffsmotor wiegt noch mehr. 22.000, das hier kostet 23. Ach, guck mal, da fahren wir schon nach Deutschland. Nach Dresden. Tja, fahren wir nach Frankreich oder nach Deutschland? Ganz ehrlich, hier unten waren wir schon eine ganze Menge. Wir fahren mal Richtung Deutschland. Ja. Wir fahren mal Richtung Deutschland. Ja, das klingt gut. Als Navi-Ziel Fahr einstellen. vorsichtig. Ja, ich fahre immer vorsichtig. Okay, jetzt direkt da hinten irgendwo. Genau, po Speed. So, kommt da jemand? Nö, nö, let's go. Biege nach links ab. So, wir haben die Rechts Zentrot. abbiegen und dann links abbiegen. So, freie Bahn mit Marzipan. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. So, dann holen wir uns mal unseren Auftrag ab. Frachtmarkt. Habe ich mich gerade verguckt? Kann ich mir gleich angucken. Genau, das hier nehmen wir an. Bumm. Lol, ist mir auf den Fotos gar nicht aufgefallen. Guck mal, hier so ganz kleine süße Figürchen. Oh, auf beiden Seiten. Gut, das ist natürlich unser Frontspoiler ein bisschen im Weg, aber süß ist es trotzdem. Cool. Ja. Okay, wir müssen noch da hinten. Fahren wir hier mal ein bisschen, so ein bisschen rum. So. Oha. Da sieht man hier sehr eng. Naja. Mal gucken, wie wir das schaffen. Ich bin ja immer noch kein Rangierprofi. Das sieht schon besser aus. So, und jetzt. Ja, sieht so gut aus. Ah, halt, nee, das. Ich muss gerade ziehen. Ja. So, sieht schon besser aus. Ja, hier ist Coming. Und jetzt so rein. Ja. Ich wollte schon wieder mit S bremsen. Ja, wenn du rückwärts fährst mit S bremsen, bisschen problematisch. So.
Let's go. Die erste Fracht in unserem wunderschönsten LKW der Welt. Ey, siehst du, warte mal kurz, wir haben doch hier diesen Fotostudio. Fotomodus. Nice. Gut, das ist natürlich immer links das Ding im Weg. Screenshot knipsen. Aha. Ist natürlich da hinten mit dem Schatten ein bisschen blöd. Da müssen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen. Erstmal warten, bis die Sonne ein bisschen weiter raus ist, damit wir überhaupt weniger Schatten haben. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwo eine freie Fläche finden, wo wir uns mal hinstellen können. So, jetzt erstmal losfahren. Wir müssen nach da. Okay, let's go. Fertig zum Losfahren. So. So, 57 Kilometer haben wir zu fahren. Holy moly. Ist ja eine schöne Stücke. Oh, hat so eine Mikro oben schön groß und breit, damit man es auch von Flugzeugen aussieht oder so, keine Ahnung. Oh, jei. Tja, es wäre halt schön, wenn man irgendwie on the fly zwischen Maus und Tastatursteuerung umschalten könnte. Ja. Es wäre halt gerade für solche Fahrten halt wesentlich angenehmer, weil so mit der Kameraperspektive zu steuern mit der Maus ist natürlich dann doch wesentlich schwerer. Von daher. So, geben wir mal Gas hier. Da vorne können wir 80, sehr schön. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wenn du das sagst. Nimm die Ausfahrt rechts. Links ist frei, sehr schön. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. War's schon wieder runter hier? Das war ein kurzer Trip. Oh mein Gott. Halt, stopp. Dann müssen wir mal kurz gucken hier. Umleitung. Wir müssen geradeaus weiter. Das können wir zum Glück, weil wir müssen nach hier hinten. Das heißt, wir können locker die Straße nehmen, ohne allzu weite Umwege fahren zu müssen. Das ist natürlich ganz praktisch. Wir haben jetzt 730 Kilometer. Wenn ich jetzt dahin gehe, dann haben wir ja auch 730 Kilometer. Das passt also. Okay, ja, dann bleiben wir halt doch auf der Autobahn. Lass uns loslegen. Bitte
rechts halten. Oh, lass dich mal hier vorbei. Danke. Rechts. Das da wollte ich. So. Let's go. Biege nach links ab. Hier gibt's kein Links, Mädel. Na komm, lass mich rein, Mädel. Oh, der hat aber scharf gebremst. So. Hier auch schon wieder Baustelle. Geil. Geil, geil, geil. Die machen die Straße kaputt. Das gibt's ja gar nicht. Schöne Sonne hier, ey. Oh, wir sind ja schon relativ müde. Ich finde es immer blöd, dass man immer zweimal das Navi offen hat. Wenn das Spiel startet, ist er immer auf der Ansicht. Das ist doch dämlich. So, wir haben 23 Stunden und wir brauchen noch 10 Stunden. Das heißt, einmal Nickerchen machen können wir problemlos. Gut, okay. Na gut, ich meine, müssen wir sowieso, weil wenn wir noch 10 Stunden brauchen, bis dahin schaffen wir, also 10 Stunden schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ne? That's for sure. Oh, links ist frei. Sehr schön. Wir können uns schon mal raussuchen, wo wir ungefähr eine Pause machen können. Das ist noch wahrscheinlich zu nah. Ich würde schon so noch so lange fahren, bis wir wirklich müde sind. Wo ist denn der nächste Rastplatz? Da hinten erst. Das ist immer ein bisschen weit weg. Können wir nicht hier auf den Rast? Komm, wir machen hier Rasten. Dann können wir auch gleich die beiden Fragezeichen hier abarbeiten, ne? Das macht wahrscheinlich Sinn. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, können wir hier gut weg und können dann hier direkt durchfahren. Passt doch. Zeit okay. Zu gehen. Oh, hier wollen wir 50 fahren. 50! Zum ersten Mal achte ich auf Schilder. Digga, was ist denn los mit mir? Immer gerade. Oh, hier vorne gibt es wieder Stau auf der A10. Gehen wir mal ein bisschen im Rollen über. Und ab hier dürfen wir wieder 90. 70? Wieso nur 70? Weißt du, alle dürfen hier mit 90 lang prellern und wir müssen hier mit 70 lang tuckern. Was denn los? Ich meine, gut, die vor uns tuckern sowieso mit 40, also. Und überholen wäre hier kaum möglich. So. Gucken wir mal hier. Biege nach links ab.
frei. Sehr schön. Das sind aber schöne Wolken hier schon wieder. So richtig schöne Schlierwolken. Ah ja. Oh, EU. Ich war hier schon wieder mitten auf der Straße. Danke dafür. Das hier wollte ich. Oh, da vorne kommt die Baustelle. Ups. Na komm, mach Platz da links. Oh. Fahr halt vorbei, Junge. Danke. Na. Ah, sorry, Roter. Ich habe leider ein bisschen Masse, die ich beschleunigen muss. Oh, ein bisschen ausgebrannt sieht der aus, ne? So. Oh, Alter, guckt euch diesen Fluss an. Wow! Das sieht ja grafisch schon richtig geil aus. Alter. Oh, da vorne ist schon die nächste Baustelle. Ich glaube, wir haben diese random Straßenereignisse etwas zu hoch eingestellt. Die sieht ja hier wirklich aus wie in Berlin. Alle 5 Meter Baustelle. Ich meine, was das angeht, ist es zumindest realistisch. Aber, Wisst ihr, wir haben ja eigentlich die Umleitung eingestellt. Wo war das nochmal? Gameplay. So, bevorzugte Auftragslänge? Nee. Bevorzugte Auftragslänge. Könnten wir eigentlich zwecks des Let's Plays ein bisschen runterstellen, ne? Bevorzugte Auftragslänge. Der sortiert doch sowieso immer nach Preis pro Länge. Also Preis pro Kilometer. Was meint ihr denn hiermit? Dass wir denn ganz andere Aufträge angezeigt bekommen? Also insgesamt angezeigt bekommen? Oder was? Warum gibt es hier keine Hilfetexte? Warum gibt es in diesen Menüs keine Hilfetexte? Ja, normalerweise, wenn du mit der Maus drüber fährst, könnte doch einfach so ein Pop-Up-Text erscheinen. Blablabla, dies, das, Ananas. Das ist doch Bullshit. Egal, ich muss einfach mal auf klein. Mal gucken, was sich denn ändert. So, zufällig Straßenereignisse. Ja. Straßenereignisse und Umleitung haben wir beides auf Max. Ich meine, das mit der Umleitung ist relativ moderat, ne? Da haben wir jetzt nicht so viele bisher. Aber Straßenereignisse ist schon ganz schön heftig. Regenwahrscheinlichkeit. Das könnten wir echt ein bisschen höher stellen, ne? Wir hatten jetzt noch nicht so oft Regen, oder? Egal, ich lasse es mal so. Ich meine, mit dem Regen sah schon geil aus, ja. Aber jetzt so häufig Regen, ich meine, dann ist ja schön, wenn es was Besonderes bleibt, quasi, ne? So wie unser LKW. Oh. Rechts halten. Ich komme auf dieses Design nicht klar. Das sieht so gut aus. Meine Güte. Biege nach rechts ab. Das sieht echt gut aus. Yeah.
Wir haben jetzt bloß noch einen halben Tank. Das heißt, wenn wir irgendwo pennen gehen, können wir auch gleich mal auf wieder auftanken gehen. Mache ich ja sowieso immer, ne, von daher. Aber... ich meine, reichen tut der Tank laut der Anzeige noch für 1500 Kilometer. Und wir haben gerade mal 500 Kilometer vor uns. Aber, naja. Erstens ist immer die Frage, wie predictive ist diese Anzeige da? Aber spätestens, wenn wir jetzt irgendwie durch viel Stop and Go fahren, da geht der Verbrauch hoch. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so hoch gehen, dass er für unsere 550 Kilometer, die wir noch haben, nicht reicht. Aber wie gesagt, wenn wir schon Pause machen und damit in der Nähe von der Tankstelle sind, dann können wir natürlich auch gleich tanken gehen. Das macht ja irgendwo Sinn. Im Echten würde man es wahrscheinlich nicht machen, weil erstens mehr Tank, weil ich meine, wir haben jetzt 740 Liter. Das heißt, wenn wir den jetzt voll tanken, kommen ungefähr nochmal 740 Liter dazu. Da ist Gras auf der Fahrbahn. Das ist natürlich auch Gewicht für den LKW, ne? Das heißt, du transportierst mehr Masse, hast also einen höheren Spritverbrauch. Vor allen Dingen aber ist natürlich, gerade bei LKWs, die jetzt auf dem Rasthof abgestellt werden, gibt es natürlich Leute, die sind schon ein bisschen scharf darauf, die Tank aufzuschlitzen und dann einfach mal alles abzulassen. Auch das ist hier natürlich im Spiel komplett irrelevant. Aber im Echten wäre das auch so eine Sache. Ich meine, gut, sie werden dir so oder so die Tank aufschlitzen, weil die wissen ja vorher nicht, wie viel du getankt hast. Ja? Das heißt, für sie ist das sowieso die Katze im Sack. Aber, wenn die dir den Tank aufschlitzen, dann hättest du, je höher der Tankgehalt deines Tanks war, halt höhere Verluste dadurch. Aber wie gesagt, der wahrscheinlich größere Faktor ist vor allen Dingen halt der, dass der Tank halt schwerer wird. Allerdings muss man dazu sagen, einen volleren Tank zu haben, erhöht den Fahrkomfort. Weil je leerer ein Tank ist, desto mehr schwappt er herum. Das heißt, gerade beim Anfahren oder beim Bremsen hast du dieses Aufschaukeln von dem Tank zum Beispiel. Ich meine, es gibt auch schon Maßnahmen, die dagegen gehen, ne? Die einfachste Maßnahme ist, dass wenn du halt diesen Tank hast, du quasi einfach eine Platte hast, die auf den Tank raufdrückt, dass wenn der Tank leerer wird, die Platte auch weiter runter geht. Und durch die Platte veränderst du, dass sich das nach links oder rechts aufschwappen kann. Oder beim LKW nach vorne oder hinten aufschwappen kann. Ob man sowas bei LKWs macht, weiß ich gar nicht. Aber das wäre zum Beispiel eine Lösung, die ich als plausibel erachten würde. Bitte rechts halten. Weil eben, normalerweise, wenn du halt jetzt so einen amerikanischen Truck hast, die wirklich einfach nur diese, brauche ich gar nicht. Die einfach nur diese klassischen Tanks halt links und rechts am LKW dran haben. Naja, da ist keine so eine Vorrichtung drin. Das heißt, wenn der Tank halb voll ist und du ordentlich auf die Eisen gehst oder beschleunigst, dann hast du halt dieses Aufschwappen. Und wenn du denn da 1200 Liter Tank hast und der halb gefüllt ist, dann hast du da 600 Kilo, die hin und her schwappen. Rechts halten. Das ist schon ordentlich. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. So, wir werden ein bisschen runterbremsen hier. Demnächst rechts abbiegen. Schöne Gegend hier. Biege nach rechts ab. Schwarzmüller. Langsam müssen wir Pause machen. Ach ja, ist ja auch schon unsere Abfahrt, ne? Ja! Wollte gerade sagen, wir müssten mal langsam Pause machen. Ist schon rot. Upsi. Was passiert, wenn es noch schlimmer wird? Kommt dann einfach ein Game Over, oder? Rechts halten und dann rechts ab. Weil ich hatte damals, als ich persönlich German Truck Simulator gespielt hatte,
Da weiß ich gar nicht mehr warum, aber da habe ich das mit dieser Schlafsimulation deaktiviert gehabt. Von daher weiß ich gar nicht, was passiert, wenn man, wenn das da gedingstert ist. Wollen wir es mal ausprobieren? Biege nach rechts ab. Ja. Ich meine, ist er jetzt schon rot? Wirklich passieren tut nichts, oder? Ah, kurz, nächste Pause 45 Minuten. Ich speichere mal kurz und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt einfach rumfahre und will nichts machen. Sie werden müde. Finden Sie Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja, nee. Ich bin Ronny, gegen das System. Oh, endlich mal eine ordentliche Firma. MAN! Wupp, Kein wupp. Problem. Ich finde eine neue Route. Nee. Biege nach links ab. So, noch 43 Minuten. Oh. Warum vergeht die Zeit so langsam? Vergeht die nicht normalerweise viel schneller? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Die Zeit vergeht ja gar nicht. Hä? Warum nicht? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ah, 42 Minuten. Wow. Ist das jetzt Echtzeit oder was? Ich kann doch jetzt nicht 43 Minuten dauern. Sie werden müde. Finden die Packung. Ja, ist ja gut. Aber 43 Minuten zu warten, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, jetzt vergeht. Ach stimmt, in der Stadt vergeht sie langsam. Ja, okay, wow. Gut, das heißt, jetzt vergeht sie relativ schnell. Wir fahren einfach mal ein bisschen rum und gucken, was passiert. Oh, ein bisschen rumfahren hier, ne, gegen das System. Ne, mal schön den, schön unser Navi verärgern. Route neu berechnen. Route dich am Arsch. Oh. Auf 25 Minuten, 24, 23. Ist die Zeit ab. Laber jetzt nicht. Ist die Zeit davon abhängig, wie schnell ich fahre? Nee, Quatsch, macht da keinen Sinn. Dann würde ich doch immer gleich schnell fahren, wenn einfach nur die Zeit schneller vergeht. Also, das macht keinen Sinn. Das heißt, es ist wirklich einfach so, dass auf der Autobahn die Zeit schneller vergeht als in der Stadt. Vergeht denn auch die Zeit schneller in der Stadt, in der Autobahn? Auf der Autobahn? Oder muss ich mal gucken? Ich meine, jetzt vergeht eine Minute. Okay, also die Minuten vergehen auch so ungefähr alle Sekunde. Naja, so, dann kurz so. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Okay, eine Minute alle 3 Sekunden vergeht ungefähr. Oh. Da muss ich dann nachher mal gucken, wie schnell die Zeit in der Stadt vergeht. So, noch 3 Minuten. Oh. 2 Minuten. Oh. 1 Minute. Oh. Ah, jetzt bin ich gespannt. 0 Minuten. Es passiert genau gar nichts. Wow. Nö, passiert gar nichts. Das ist ja schade. Oh, nee. Oben die Anzeige bleibt einfach rot und unten die nächste Pause ist einfach bleibt einfach bei null. Das ist ja schade. Tja, wollen wir noch ein bisschen fahren oder soll ich jetzt lieber wieder neu laden? Können sich die Autos mal für eine Seite entscheiden? Ah, sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit um. Oh. LOL! Geil! Dann bleiben Sie immer geradeaus.
Der Bildschirm wird jetzt dunkler. Okay. Ist auch wieder heller geworden, aber er wurde gerade kurz dunkler. Geil, alter Kindersystem. Gut, die Folge hat jetzt ein bisschen Überlänge, aber ich will mal wissen, was passiert. Ob es einfach so bleibt. Weil das war ja gerade ein Witz. Ist ja, ich meine, gut, wird ein bisschen dunkler, ja, aber. Bleiben Sie immer geradeaus. Mehr passiert da jetzt nicht, oder was? Immer geradeaus. Wow! Klar, muss jetzt nach rechts ziehen. Wow! Gut, dann belassen wir das mal an der Stelle und beenden damit die Folge. Automatisch gespeichert? Ja, lol, ey. Wir haben ja zum Glück einen Schnellspeichern gemacht. Ja gut, das war ein gekonnter Abgang. Danke. Ja, wir werden dann später über den Strafzettel verhandeln. Bis zur nächsten Folge.